Was war deine Quest? Meine Haare blond zu machen. Hast du. Ja, Herr Flitt. Herr Casataro. Was geht bei Ihnen so? Boah, Leben so halt, ne? So, was soll gehen? Was geht bei Ihnen? Ja, nichts. Wir haben einen kleinen Urlaub gemacht die Woche. Wir waren am 2 Tagen schwimmen. Ja. Einmal in Krefeld. Habe ich gesehen. Ja, da wart ihr im Bockumer Schwimmbad? Genau, im Bockum waren wir. Und einmal in Moers. Krefeld, ich mag dich ja manchmal nicht so sehr, aber da muss ich sagen, Krefeld, Bockumer Schwimmbad. Ist voll in Ordnung. Mega, also preislich mega in Ordnung. Was zahlt man da noch? 4 Euro pro Person. Das ist okay, kannst du nicht sagen. Mega. Ja. Und war auch, also wir waren halt, was ist früh, wir waren um 12 Uhr hat es geöffnet, um 12 Uhr waren wir da, gab schon eine kleine Schlange. War aber jetzt ja auch mega, Ferienzeit, glaube ich, noch. Genau, ne? Ja, war aber mega entspannt, waren jetzt nicht so viele Leute, Wasser war perfekt warm, ne? Also die haben auch da coole Rutschen und sowas, alles ausprobiert. Ja, wurde halt warm gepisst, ist ja kein Problem. Habe ich auch immer gesagt. Dann waren wir in Moers, schwimmen einen Tag später. Alter, war dann 5,50 Euro, ist dann auch noch so okay. Aber die Becken dort sind viel, viel kleiner. Also die haben eigentlich gar nichts, so, ne? Und war übertriebenst voll und das Wasser war übertrieben kalt. Geht nochmal in Campen, das ist auch nett. Campen, ja, müssen wir gucken. Aber das war so, wo ich dachte, Alter, Moers weiß ich nicht, ob ich nochmal hin will. Also sagst du, für den Sommer kommst du zurück nach Krefeld ins Schwimmbad? Ich sag mal so, ja, eigentlich schon. Also die haben auch dort coole Rutschen und sowas in Moers. Aber, ey, keine Ahnung, es war für mich mittlerweile zu alt für Rutschen, glaube ich. Ich bin einfach, ich lieg da höchstens nur noch so im Schatten, Alter, und lese ein Buch, so muss reichen. Nicht mal ins Wasser. Nee, ja doch, Wasser vielleicht auch noch, aber so nur so in diese Sportschwimmbecken, weißt du, so ein paar Runden drehen und dann wieder raus und weiterlesen. Ja, aber es hat eigentlich ein alter Mann. Also war gut so einen kleinen, ja, was ist Urlaub, aber so. Ein bisschen abschalten. Genau, abschalten, was hat schon cool getan, hab auch dann nichts eigentlich gemacht für Arbeit oder sowas. Tja, dann hatte ich eine Mission diese Woche. Ja. Was war dein Ziel? Was war deine Quest? Meine Haare blond zu machen. Hast du. Einfach Ginger, Bruder. Hast nicht lange genug drin gelassen. Deine Haare waren zu dunkel für die Blondierung. Ja. Hast du Wasserstoffperoxid benutzt? Keine Ahnung. Digga, das ist viel zu wenig, du hast zu dunkle Haare. Das ist, wenn ich mir die blondiere. Ich hatte ja mal blonde Spitzen, das war cool, als ich in der 7. Klasse war. Ja, Die Farbe musste 8 Stunden einwirken. 8 Stunden, ja, also auf der Verpackung stand halt, wir haben halt so eine Fertigverpackung geholt, ne, von, keine Ahnung, Granier heißt sie, ne, also ist, glaube ich, eine der einzigen Marken oder wenigen Marken, die das machen. Welche? So. Granier, wie die heißt? Garnier meinst du? Ah, wie? Garnier. Achso, die, ja, meine ich, die sich auch. Es gibt noch 10.000 andere, Sios, Polypalette, ach so, ja, ich kenne, also, Schwarzkopf. Genau, also ich kenne eigentlich nur Schwarzkopf und L'Oreal und so, also diese Basic, die man halt kennt. Das war halt die, da im Laden stand, so eine Blondierung war die hellste Farbe. Ja, musst du nochmal draufballern. Ich werde jetzt nochmal, vielleicht gehen wir heute auch nochmal in den Laden, holen nochmal noch eine Farbe, mach mir das. Im Video sieht man es, die sind, also das war noch schlimmer, das war noch viel orangener. Ich habe Silbershampoo und Blondierungsshampoo und alles benutzt, damit das so ein bisschen rausgeht. Bis Gelb rausgeht. Ja, ist schon ein bisschen besser geworden. Das ist schon mieser Ginger jetzt. So. Ist deine Seele eigentlich aus deinem Körper geflogen während der Blondierung? Nee. So? Zieh bitte die Cap wieder an. Christine hat auch gesagt, ich habe meine Haare meinen Bart angepasst. Ist halt so. Weil mein Bart hat ja so rote Stellen. Ja. Ja, aber das war. Danke, so ist besser. Ja, aber das war halt die Mission, die fehlgeschlagen ist. Ja, ich merke schon. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Hart, Digga. Also, eigentlich, hart. Also mein Ziel ist es wirklich so. Ich weiß nicht, so Gold, so wirklich so. Platinblond. Platinblond, danke, das zu machen, so in die Richtung. So wirklich mein Ziel. Da brauchst du eigentlich richtig vom Friseurbedarf, Wasserstoffperoxid, das löst du auf, machst dann die Haare, das ätzt dir einfach alles weg. Dann sind die weiß, dann kannst du Blondierung drauf machen, ein bisschen Silbershampoo, bam, hast Platinblond. Ja. Warum willst du Satoru Gojo cosplayen? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber nein, einfach, ich hatte das schon immer seit Jugendlicher, sage ich ehrlich, einfach Haare mal zu färben. Weil ich habe nie was Haare gefärbt gehabt und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das war's eigentlich. Ich hatte mal so blonde und dann mal rote Spitzen. Rot hattest du auch mal? Ja. Krass. Ja. Sah richtig assi aus. Ja, Christine hatte jetzt zum Beispiel rote Haare, das fand ich ganz cool. Ja. Also sie hat ja rot, nicht Ginger-Rot. Nicht Ginger-Rot, sondern wirklich halt rot. Die Farbe so Rubinrot. Kirschrot. Ja, so, Kirschrot, genau. Kirschrot und ja, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Demnächst will sie auch lila machen. Also wenn das Rote rausgeht. Ne, Nana hat immer eine andere Hälfte. Stimmt, Nana färbt sich selber die Haare. Ja. Ach, das ist so das nice, weil die hat ja, glaube ich, immer grün und eine braun, dunkelbraun. Ne? Dunkelbraun und grün, war aber auch schon mal blond, war auch schon mal andere Farben, war auch schon mal so ein Türkis. Ja, aber siehst du, zu mir selber färben ist eigentlich auch ganz nice.
Ja, das sind halt, das kannst du auch mit Tönungen machen. Ne? Da brauchst du halt nur einmal richtig blondieren, die eine Seite oder was auch immer. Ja. Den Rest kannst du mit einer Tönung machen, dann wäscht sich das über Zeit raus, dann musst du nochmal nach. Ja, aber Christina tönt sich ja auch in die Haare, weil die macht ja kein Blond, sondern die macht ihre, die ist ja naturbraun und darauf halt, zum Beispiel jetzt rot, sah cool aus, die da geht ja auch. Ich habe naturdunkelbraun, Alter. Bis wie ich jetzt da durchgefärbt. Das ist meine Naturfarbe. Ja. Das ist dunkelbraun. Ja, ja. So, wenn ich da färbe drauf, ey, Digga, das. Nee, dauert 15 Jahre. Ja, da schmilzt so meine Kopfhaut weg, bevor irgendwas an den Haaren passiert. Kannst vergessen, lass ich einfach sein. Ich lasse sie einfach grau werden und fuck it. Ja, ja, was noch passiert ist diese Woche, ist, ich habe auch leider meine Uhr wieder zurückschicken müssen. Von meinem. Hast du wieder einen Brandmal? Komplett. Also meine ganze Haut ist irritiert da, wo die Uhr war. Ja, also und das sind, also genau, also das sind sogar zwei Stellen geworden, auch richtig riesige Stellen. So wie beim letzten Mal oder schlimmer? Schlimmer. Krass. Noch schlimmer, weil ich auch die da Uhr. Da scheinst du irgendwas nicht zu vertragen an verarbeitetem Stoff da. Genau. Weil ich habe die Uhr dann, also hier war dann von der linken Hand, war dann alles verätzt, sag ich jetzt mal, habe dann immer schon eingecremt. Dann hatte ich in der Zeit die Uhr auf der rechten Hand. Ich sehe das gerade, ja. Und auf der rechten Hand hat es auch schon angefangen. Sieht aus wie eine Narbe, Digga. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht oder man hört es nicht. Aber es sieht schon, dafür, dass es eine Uhr ist und nicht Säure, sieht das schon kacke aus. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich die dann einfach jetzt also quasi zurückgeschickt, weil es macht keinen Sinn. Also, ich finde es auch voll schade, weil ich würde gerne Uhren tragen, auch wegen Fitness, Health-Sachen so. Überlegung wäre jetzt halt zum Beispiel so ein Galaxy-Ring oder halt den Aura-Ring. Ja, das ist aber auch wie eine Uhr. Ist halt auch gut. Ja, aber vielleicht ist das halt besseres Material und dadurch Fitbits sind ja auch nicht so günstig. Ja, das mit, was halt, guck mal, ich habe ja schon. Kannst du eine Apple Watch tragen? Konnte ich ja immer. Das ist ja, aber das Material der Apple Watch ist genau das gleiche wie bei der Samsung Watch. Also wie bei der Galaxy Watch. Das ist ja Glas unten verbaut. Ja, vielleicht kommst du damit nicht klar. Probier mal eine Fitbit aus. Ja. Ich meine, kannst du immer noch zurückschicken, wenn was ist. Ja, ja, mal schauen, aber. Finde ich krass, dass du irgendwie so allergisch darauf reagierst. Ja. Es ist wahrscheinlich so eine Kombination, hört sich vielleicht jetzt eklig an, aus den Stoffen und halt auch Schweißentwicklung, ja, und Reibung und dazwischen. Ne? Was ich mir halt vorstellen kann, ist vielleicht, dass das kein Glas bei der Galaxy Watch ist, sondern halt ein glasähnlicher Kunststoff und der in Verbindung mit Schweiß reagiert auf deiner Haut. Ja, oder auch halt so Plastik ist, ne? Ja, genau, ja, genau, dass da irgendwelches Mikroplastik dadurch abgetragen wird in die Haut und das verträgt deine Haut nicht. Ich hab jahrelang Apple Watch getragen, also Apple Watch 1 noch, Apple Watch 6, wirklich nie Probleme gehabt. Also dieses komische, also das ist so komisch auf der Haut. Probier mal eine Fitbit aus. Vielleicht ist das was für dich. Vielleicht brauchst du auch eine Apple Watch. Keiner weiß. Meine Haut zwingt mich wieder. Ja, deine Haut zwingt dich, Premium-Produkte zu kaufen. Ist diese andere Flex. Ich habe heute sogar ein Video gemacht über Apple und Android, dass ich halt quasi geswitcht bin. Und jetzt muss ich nur wieder switchen. Nächstes Video. Hast du dein iPhone nicht mehr? Doch, mein iPhone habe ich ja. Aber mein iPhone ist ja quasi mein Arbeitsgerät einfach. Ja. Ich benutze es halt nicht so oft. Ich benutze es halt meistens für jetzt für Nerd Pictures und Saint Pictures, für Instagram, so Stories machen und sowas in die Richtung oder auch YouTube Studio und so. Aber überwiegend, zum Beispiel jetzt keine Nachrichten beantworten, Privatsachen, alles auf Android. Also habe ich rübergetragen. Ich habe jetzt auch quasi keine Wahl mehr. Ich bin jetzt auf dem Fold 6 hängen geblieben. Selber schuld, ja? Ja. Komplett zufrieden auch, also alles super. Ja. Ich warte darauf, dass in 3 Wochen da wieder ein neues Handy liegt. Beziehungsweise im Mörs. Oh krass, 3 Wochen sind wir schon. Ja, deswegen. Ja, nee. Ich kann rechnen, danke. Neues Handy wird da definitiv nicht liegen. Also vielleicht zum Testen, ja, aber kein Ersatz. Also ja, okay. Sowas. Also das wird jetzt. Krass, also du bist auch weg vom S24 Ultra. Alles. Okay. Ich hab zurzeit auch gar kein Smartphone mehr. Also die sind alle weg, verkauft. Ich habe kein Smartphone, worden. Ich habe nur zwei. Zwei. Ich habe noch ein paar andere. Ja, das sind ja deine alten. Ja, das sind meine gekauften alten Stücke, die ich ja sammle. Ja, ja. Also, so ein iPhone 6, ein iPhone 4, sowas, ne? Genau, ja. 4er, 5S, 6S, Plus, 7 Plus. Ja, aber es sind ja keine, die benutzt werden und die sind ja auch nicht mehr supported und sowas. Die gehen auch gar nicht mehr an. Also das 4er und 5er gehen an, aber mein 6S Plus und das 7 Plus, die sind beide irgendwie tot. Ich weiß nicht, vielleicht muss man die öffnen. Entladen. Musst du Akku tauschen, ja. Ja, man muss versuchen, Akku zu tauschen und die mal zu öffnen, was da genau los ist, aber das finde ich schade, weil das waren Geräte, die haben noch funktioniert. Kann ich hier machen. Ja, kann also, ich ja selber. Ich habe ja selber auch oft Ja, weil beim 6 habe ich richtig Erfahrung mit 6S. Ich habe beim 6S übertrieben viel, weil das Handy hatte kompletten Wasserschaden. Ja. Und das musste alles erneuert werden innen drin. Das hat dann ein Typ gemacht, aber danach habe ich nochmal alles erneuert. Ich habe Display erneuert, ich habe Akkus erneuert, Ich habe bei meinem alten 6S irgendwie 2 oder 3 Mal Akku getauscht. Ja. Ich krieg dir sogar den Kleberahmen perfekt angebracht. Krass, für die Wasserdichtigkeit. Technik-Talk mit Santi und Boris. Ja.
Und hier ist perfektes Intro-Stelle. Stimmt, Alter. Intro gab's du nicht nach 2 Minuten. Ey, ich bin gut, das Intro lief jetzt wirklich. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Aber ich glaube, es lief jetzt, weil es davor gab es keine. Es gab keine gute Stelle. Doch, vielleicht nach dem verätzten Doubt. Ja, okay. Oder bevor du deine Haare zeigst. Stimmt, ist eigentlich auch nice. Stimmt. Ja. Suspense aufbauen. Ja. Ich habe Spider-Man Across Spider-Verse. Boah, das war die furchtbarste Überleitung aller Zeiten. Ist noch gar keine Überleitung. Ja, richtig. Oh mein Gott. Ich habe einfach angefangen, oder ja, lass uns direkt darüber anfangen, weil ich habe wir haben gestern Abend geschaut. Ja. Ich bin super gespannt auf deine Meinung. Warum ist dann verschweißter Amazing Spider-Man 2? Den haben wir direkt mitgeholt. Achso, ich dachte, der wird verlost. Nee, wir wollten eigentlich nur den Across the Spider-Verse holen. Ja. Und dann hat Christina spontan den gefunden für 10 Euro. Beide. Das sind zwei Filme, das sind 1 und 2 für 10 Euro kannst du mitnehmen. Ja, kannst du mitnehmen. Die sind auch schon alt, die sind auch schon 10 Jahre alt. So, ne? Ist das schon so lange her? Der erste ist aus 2014, glaube ich. Uff. Ja. Digga, ich bin alt. Oder sogar noch älter. Oder war der zweite schon 2014? Ich glaube, der erste. Ich google. Ich glaube, erst 2014 und 2016. Ich google. Ja. Auf jeden Fall Across the Spider-Verse. Fange ich jetzt mal an. Ich war natürlich sehr hyped drauf, habe mich sehr gefreut. Der erste ist aus 2012. Sorry. Ah, der zweite aus 2014. Der zweite ist aus 2014. Okay, siehst du, da heißt sogar schon 12 und 10 Jahre alt. Ja. Krass, krass. Sorry, dass ich unterbreche, alles aber gut. Ich hatte direkt. Kannst du direkt zuhören. Kleiner Spoiler vorweg, ich fand den bei weitem nicht so gut wie den ersten. Ja, du hast ja auch keine Ahnung. Ich fange direkt wieder so an. Ja, yeah, aber ich muss sagen, ich glaube, ich kann das auch erst richtig bewerten, wenn man den zweiten Teil, also beziehungsweise den dritten Teil sieht, weil das Ende ist ja schon offen. Super krass offen. Ja, ja. Und ich finde, also ich wusste auch, dass es ein offenes Ende gibt, wegen halt ja, Spoilern lassen von irgendwelchen anderen Leuten. Und ich finde, in der Story hat man so gemerkt, okay, man das ist ein Mittelteilfilm. Genau, also man merkt so, die Story wird halt nicht langsamer erzählt, aber du weißt so, okay, da wirst du nichts kommen am Ende. Mhm. Also du wirst ja keinen Finish haben, sondern es wird offen sein. Kommen wir jetzt erstmal zum Ästhetischen und Animation. Unfassbar krass. Ich fand die ganzen. Die haben sich sogar noch gesteigert, finde ich. Das finde ich auch. Also ich finde zum Beispiel die Szenen mit Gwen Stacy, die hat ja einen anderen Stil. Ja. Manchmal sah es aus wie so ein Drogentrip oder so, aber ich fand das sehr, sehr schön auch. Jetzt swing ich wie Spider-Man mal kurz in deinen Monolog rein. Ja. Die sind am Comic von Gwen Stacy orientiert, weil die Comics von Gwen Stimmt, Stacy so die aussehen. So aus, ne? Die sind so Color Palette Pastell, mhm. Grobe Farbkleckse ja. Überall und so. Und das haben die in den Film implementiert und das finde ich halt so geil, weil die haben von jedem Spider-Man, wo es Comics zugibt, haben die das optisch so übernommen, wie es in den Comics ist. Kleiner Spoiler, Punk Spidey. Spider-Punk. Spider-Punk, unfassbar nice. Der indische Spider-Man ist auch krass. Unfassbar krasser, nicer Typ. Ohne Witz, also generell die ganzen Stile. Aber kommen wir zurück zu Gwen, diese ganzen Intro-Szene. Also es war auch ein relativ sehr, sehr langes Intro, muss ich sagen, bis das Logo quasi kam. So, Film 20 richtig Minuten oder locker, so. 10 bis 20 Minuten. Aber ich finde, es war schön. Und einer der also so Gänsehaut-Szenen direkt am Anfang war, wo man merkt, so Gwen hat die ganze Zeit so blaue Farbe im Gesicht, so dieses Traurige und sowas, ne? Und ihre Umwelt ist aber, ja, nee, doch, ihre Umwelt, ne? Ja. Ist halt so rötlicher, orangener. Pastelliger, genau, schöner, ja. Schöner so. Und dann in dem Moment, wo quasi sie ihren Vater umarmt, geht dann quasi ihre Zimmer, weil ihr Zimmer war davor auch blau, so plötzlich so Farben kommen so auf, weißt du? Und es war so, ich dachte, oha. Wie Hammer, haben die quasi dieses Gefühl von Liebe und Zuneigung. Oh shit, die haben Empathie gezeigt. Genau. Oh nein. Aber ich fand das so cool. Ich hab direkt am Anfang gesagt, boah, crazy und so. Und dann halt Miles Morales, auch super nice. Also ich muss sagen, der schönste, für mich persönlich, der schönste Animationsstil ist immer noch die Welt von Miles Morales. Ich mag Weil es am normalsten ist. Genau, wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, ich fand Spider-Punk, ne? Ja. Unfassbar nice, dass er ganz so ausgeschnitten war. Also, das war wie so eine PNG-Datei. Ja, wie so eine JPEG-Datei, die schlecht ausgeschnitten wurde. Pappmaché, Papiercollage. Stimmt, und Papiercollage. Papier, der ausgeschnitten wurde, genau. Ja. Unfassbar cool, nice integriert. Was ich mich auch nicht mag bei Animationsfilmen, ist, wenn zum Beispiel Real-Life-Footage in Animationsfilmen drin sind. Oh, das haben die so gut umgesetzt. Haben die aber unfassbar gut umgesetzt. Und das war Childish Gambino. Und der sollte ja. Ich hab eigentlich, schon gelacht, ne? Der sollte ja eigentlich in Spider-Man spielen, deswegen war der jetzt in dem Film. Ach krass, okay. Und das war jetzt die Möglichkeit, den halt in Spider-Verse zu integrieren. Ja. Weil die haben, bevor Tom Holland kam, hat man überlegt, Childish Gambino als Als Peter? Nee. Wenn denn? Als Miguel. Nicht Miguel, hier, Ach so, du meinst Miles Morales. Miles Morales, Entschuldigung. Ja, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Weil ich denke die ganze Zeit an Miguel O'Hara, hier Spider-Man 2077. Ja, das ist aber der
Antagonist von Miles. Spoiler-Talk komplett durch, so. Also wir sind hier im Spoiler-Talk, ja, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. So, ist ja klar. Ja. Deswegen, wir können auch direkt klarstellen, Miguel O'Hara, ist der Böse hier eigentlich, mehr oder weniger. Er spielt eine Antagonistenfigur. Also, genau, der ist auf jeden Fall der Antagonist von Miles Morales. Ich würde aber nicht ganz sagen, Bösewicht, der Bösewicht quasi ist ja quasi der fleckige... Ja, genau, dieser Portalmann. Genau, der Portalmann. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich habe auch keine Ahnung, wie der heißt. Ja, was ich sagen soll, ist halt, ich fand, es war ein guter Film, aber der hat mich nicht ganz so abgeholt wie der erste, so auch musiktechnisch, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich fand hier eben diese atmosphärischen Touch im ersten natürlich viel krasser und sowas, ne, viel cooler. Der Film war für mich ein bisschen actionreicher auf jeden Fall. Ne? Da ist auf jeden Fall viel mehr passiert. Miles Morales hat mich manchmal ein bisschen genervt, aber da haben wir natürlich auch gelernt, dass es halt diese Spider-Man-Teenie-Sache, ne? Ähnlich wie bei Tom Holland, gehört dazu, genau. Der Unwitz, da gab es so ein, zwei Szenen, da dachte ich, alter Junge, ist ja gerade kurz wie bei Tom Holland, so dieses Teenager-mäßige sein, aber ja. Die sind halt Teenager. Ja, richtig. Genau. Wie warst du als Teenie? Wahrscheinlich auch unerträglich. Genau so wahrscheinlich, ja. Genau. Du erinnerst dich nur anders daran, weil du es erlebt hast. Genau, ja, ja. Was meinst du, wie nervig du für deine Eltern warst, Alter? Super nervig. Mom. Es ist halt immer so. Jeder Teenie ist nervig. Es ist halt so Hormonüberschuss. Klar bist du dann bockig, klar bist du dann nervig. Ja. Das gehört dazu. Und ich finde, das haben die sehr gut dargestellt. Ich finde auch, die Synchronsprecher haben das richtig gut rübergebracht. Also den hast du auf Deutsch gesehen? Nein. Ah, okay. Auf Englisch. Immer auf Englisch. Ja, auf Deutsch immer super synchronisiert. Ja, habe ich gehört. Ey, ich bin, wie gesagt, ich gucke die lieber auf Englisch, weil es einfach die Original-Witze und so auch sind. Ja. Ne? Das Witze zu übersetzen finde ich immer ein bisschen schwierig. Deswegen gucke ich es gerne einfach auf Englisch. Wenn ich zum Beispiel im Kino gucke, gucke ich es meistens auf Deutsch, weil es meistens keine englischen Vorstellungen dazu gibt. Ja, was mir gefehlt hat, ist auch aus dem ersten Teil die Charaktere aus dem ersten Teil. Die kamen ja nicht so häufig vor. Peter Parker kam häufiger vor. Mit dem Spider-Baby. Mit dem Spider-Baby, auch mit Mary Jane dann ein bisschen so. Aber mir hat nämlich der Noir-Spidey gefehlt. Oder aber der kommt ja auch vor. Genau, am Ende haben wir dann der Endshot ist natürlich super cool. Und da freut man sich auf jeden Fall auf den dritten Teil, weil die dann zusammen quasi dann alle sind. Jetzt würde ich halt einmal reingrätschen und sagen, warum ich den Film eigentlich gut finde. Ja, weil, ich finde den ja auch super. Nee, gut. Aber ich meine, warum ich den ersten nicht besser finde. Okay. Der erste, das war ein Experiment. Da war noch nicht klar, dass drei Teile rauskommen. Ja, der erste musste eine geschlossene Handlung haben. Genau. Ich finde aber, dass der zweite für einen Mittelfilm liefert der einfach ab. Er hat eine gute Story, er hat eine gute Charakterentwicklung von den ganzen Protagonisten, die wir haben. Er wird nicht langweilig. Und er führt die Charaktere, die neu dazukommen, ein, richtig geil ein. Krass. Ich bin übertrieben begeistert von auch Miguel. Und deswegen finde ich, nicht nur Miguel, auch der Antagonist, also der eigentliche Antagonist, ne? Der so als trottelig und dann so als krasses Überwesen zum Ende hin sich entwickelt und wie das passiert und so. Ne? Der ist ja eine Entität geworden, so gottesgleich. Das macht der Film richtig gut, ohne dabei den ersten zu disakkreditieren mit dem, was er gemacht hat und nur Bock mehr auf den dritten zu machen. Und das Problem ist ja, der dritte hätte eigentlich schon längst released werden sollen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Der hätte schon von einem halben Jahr raus sein. Ja, mehr hätte er schon raus. Genau, der war ja, das hieß ja, dass der Anfang 2024 weitergeht. Das war ja nur ein halbes Jahr nach dem Film. Und das ist ja nicht passiert wegen der Autorenstreiks. Ja, habe ich schon gedacht. Und das hätte sich ganz anders angefühlt, wenn dann so kurzer Resonanz der nächste gekommen wäre, weißt du? Ja, ist halt voll schade. Der ist jetzt auch, der dritte Teil ist jetzt auf 2025, unbestimmte Zeit. Genau, genau. Wir wissen noch nicht wann. Ja. Also ich gehe von Sommer 25 aus, ich denke Sommer-Blockbuster. Auch, weil der war ja auch Sommer 23 da gekommen. Ja, war ja August oder so. Wahrscheinlich schon. Ja, oder vielleicht, warte, stopp. Ich meine, der war Juli oder August. Genau, sowas in die Richtung müsste es, glaube ich, sein. Ja. Und aber nur, wie gesagt, deswegen finde ich den halt so gut, weil er trotz, ich bin das ungeliebte Mittelkind. Das ist aber schon ein gutes Mittelkind. Genau, der macht so viel richtig, dass ich einfach nicht sagen kann, der ist schlechter als der erste. Weil dieser Film, es war klar, er wird kein Ende haben, kein sauberes. Und dafür haben die ihn, finde ich, aber auch gut abgeschlossen. Und der hat sich nie zu lang angefühlt oder irgendwie so gezwungen lang oder so, sondern er war, finde ich, genau richtig getaktet. Und das macht der Film richtig gut. Und ich betrachte ihn jetzt als Mittelfilm und andere Mittelfilme. Herr der Ringe nicht. Herr der Ringe, die zwei Türme, ist ein trotzdem geiler Film. Also ja, klar. Ich liebe Herr der Ringe. Aber wenn man so andere Filme in der Mitte guckt, die sind meistens ziemlich scheiße. Also jetzt zum Beispiel bei der neuen Halloween-Trilogie, ich bin ja großer Michael Myers-Fan, ne? Der zweite Film, du fühlst einfach die ganze Zeit so, er wird nicht zu Ende erzählt. Er greift nur die Sachen aus dem ersten auf und leitet die Strecke für den dritten. Aber
er ist nicht geil. Mhm. Er ist scheiße. Mhm. Es ist einfach nur, wir treiben die Story voran, damit es zum Finale geführt mhm. werden kann. Und er macht es falsch. Und das macht der Film, das ist ein Film, den ich, wo ich seit langem sagen muss, dass ein zweiter Teil richtig geil ist. Nee, da kann ich ja zustimmen. Also, der ist schon wirklich. Das ist auch ähnlich zu Star Wars 5. Ist ja mein Lieblings-Star Wars. Mhm. Das war damals der zweite Film. Der macht es halt auch richtig, weil. Mhm. Das Ende ist so weit abgeschlossen, dass man damit leben kann, wenn man erstmal ein bisschen Pause hat, mhm. theoretisch zum dritten. Aber es beantwortet auch schon viele Fragen. Es leitet neue Prämissen ein, die interessant sind. Die Charaktere entwickeln sich sauber weiter. Das macht der Film halt genauso und das macht er so gut. Ich finde, also das, was ich. Zum Beispiel der zweite Hobbit war eine Katastrophe. Wo die gegen Smaug kämpfen in den. Ah, stimmt. Und dann der Endshot ist ja, wo Smaug in das Dorf angreift. Genau. Und den fand ich halt richtig scheiße, weil da fühlst du richtig die ganze Zeit, ja, okay, das ist hier der Bödenträger für den dritten jetzt. Findest du? Ich bin halt bei Hobbit, ich finde Hobbit 3, glaube ich, ein bisschen lang, also Hobbit 3 finde ich einfach, ne, was heißt langweilig, aber ist halt dieser ermüdende Schlacht. Warte, wir fassen zusammen, nur der erste Hobbit ist gut, die anderen beiden sind komplette Scheiße. Ja, also für mich nicht komplett kacke, aber die waren nicht so gut, ja. Man hätte aus diesem einen Buch nicht drei Filme machen müssen. Genau. So, aber der Film schafft, meines Erachtens schafft Spider-Man das so, wie es lange kein Film mehr geschafft hat. So, für mich ist der letzte Film, der es wirklich gut geschafft hat, einen guten zweiten, mittleren Teil zu haben. Die zwei Türme, das bleibt dabei. Das schafft er wie kein anderer, finde ich, der Spider-Man-Film. Und deswegen würde ich ihn halt weder schlechter noch besser bewerten als den ersten, weil der erste hat es leichter in der Hinsicht, dass er eine abgeschlossene Handlung erzählen kann. Der ist halt eine Fortsetzung, die muss die Sachen aus dem ersten aufgreifen, es muss den Weg für den dritten ebnen und es macht er einfach grandios. Es macht richtig Spaß, dazu zu gucken, es macht richtig Spaß. Ja, den Weg vom 1 auf 3 macht er wirklich super. Also ja, betrachte diesen Film nur als das, weil das ist der Film im Endeffekt. Es ist nicht das Finale und deswegen kann ich dem einfach den kann ich nicht schlechter bewerten als den ersten. Ich sehe die als gleich gut an. Ich habe den jetzt zum Beispiel 8 von 10 gegeben. Ich hab's gesehen, aber also, beziehungsweise 4 von 5 auf Letterboxd und dem ersten 5 von 5 Letterboxd, ja. Gib dem 4,5, dann sind wir fein. Kann ich noch umändern. Obwohl, nee, ist schon der Story. Kann ich nicht umändern. Kannst trotzdem. Das Ding umändern. Ist halt, ich glaube, ich werde den Film nochmal anders bewerten, wenn der dritte da ist, weil das dann quasi. Da wirst du ihn eh nochmal komplett anders sehen, genau. Aber kommen wir jetzt mal zu ein bisschen so Storyline, was mich halt sehr geflasht hat, wo ich eigentlich gar nicht dran gedacht habe, ist halt, dass die Spinne, womit Miles Morales gebissen worden ist, von einer anderen Dimension kam und dass Miles Morales gar nicht. Theoretisch gesehen, also gar nicht. Hätte Spider-Man sein dürfen. Genau, hätte Spider-Man sein dürfen und dass auch der Peter Parker aus seiner Welt gar nicht hätte sterben müssen, wenn Miles gar nicht da wäre. Ja. Also diese ganzen Stränge, so, also was wäre wenn, so, es war so krass und auch, dass er am Ende in die Welt 42 teleportiert wird, weil er die DNA von der Spinne halt bekommen hat, ne, von der 42 und der das eigentlich gar nicht checkt, wo als Zuschauer dann einfach dann schon langsam checkst, so, das ist was falsch. Und dass die auch in der Welt 42 gar keinen Spider-Man haben, weil Miles Morales quasi so einen Platz weggenommen hat. Ja. Ich fand das so, so krass. Und auch diese Szene, wo halt auch dann Miguel auf den so einschreit, so wo die, by the way, dieser Zug zum Mond fand ich super weird. Ja. Aber auch witzig, das fand ich cool gemacht. Die haben da ein geiles Creative-Team hinter, die das schreiben. Das ist, die wissen, wie die auch Gags platzieren müssen und ohne dabei die Tonalität der Szene zu kippen. Du kannst eine ernste Szene machen, die bauen trotzdem Gag rein, der zündet beim Publikum, aber zieht die Szene nicht ins Lächerliche und das kriegen die richtig gut hin. Ja, Miguel ist unfassbar krass, also wie er auf den einschreit und du siehst auch diese Aggressivität, dieses, ja, Böse, ist vielleicht falsch, aber dieses Böse in ihm, sag ich jetzt mal, ne? Auch seine Augen und so und auch sein Gesicht. Das ist ich erzähl dir mal was zu Miguel O'Hara. Das ist nämlich ein Spider-Man, der auch nicht unbedingt davor zurückschreckt zu töten. Ja, als Spider-Man. Und er ist Ninja Warrior Champion. Echt? Ja. Er hat Rekordzeit bei Ninja Warrior aufgestellt. Oh nein, ein Spider-Man, der unglaublich agil und kräftig ist. Ja. Das Ding ist, wir haben mit Christina so unsere Theorien zu Miguel gemacht, weil er erzählt ja auch in diesem Film, dass er in eine Welt gekommen ist, wo der Spider-Man getötet worden ist oder nicht mehr da war und er seinen Platz übernommen hat. Genau. Aber es war ja auch nicht sein Universum und dadurch, wie ich das verstanden habe, dieses Universum zerstört worden. Ne? Unsere Theorie ist, weil man das ja auch sieht, er spritzt sich irgendwas rein, wenn man den das erste Mal sieht. Er hat eigentlich gar nicht diese Spider-Gene und er muss sich irgendwas spritzen dafür. Oder ich spoiler dich nicht. Wir wollen auch nicht gespoilert werden. Das ist einfach eine Theorie oder einfach so Gedanken, die wir haben, Christina so. Und dass er eigentlich auch gar kein richtiger Spider-Man ist. So, das ist so quasi unsere Theorie, sag ich jetzt mal, ne? Von den Bildern, die wir gesehen haben. Aber
Ich muss immer an, klar sind Animationsfilme, ne? Aber ich finde trotzdem, man kann Animationsfilme schön kreieren und kacke. Und die Shots, die dort machen, von den mit Farben und Licht und Lichtsetzung und alles drum und dran. Selbst die Kamerafahrt. Unfassbar krass, diese Shots, wo Miguel dann das erste Mal auf der Miles Morales, weil das, ich glaube 1016 oder sowas ist das, ne? Wo dann steht im Hintergrund Welcome und er dort ist. Müsste das Ultimate-Universum sein, glaube ich. Ja, aber die haben ja auch so Namen. Für die ganzen Marvel-Cracks, so wenn ihr wisst, welches das Ultimate-Universum ist, das ist das von Miles Morales. Die Shots sind unfassbar krass. Unfassbar schöne Animationen und das macht übel Bock, das zu sehen. Und ich bin einfach jedes Mal so geflasht, wenn irgendwas passiert. So. Ja, du merkst, das ist ein geiles Projekt und die haben Bock drauf. Die haben richtig Bock drauf, ja. Also, wie schön, also ich wusste gar nicht, dass man Animationsfilme so schön machen kann. So. Weißt ja, du, aber deswegen habe ich den ja ohne Ende empfohlen. Ja. Ich bin auch froh, dass ich jetzt den gesehen habe. Wir haben auch jetzt beide auf Blu-ray. Ich freue mich auf den dritten. Ich will den dritten jetzt eigentlich schon am besten sehen. Aber jeder geduldet sich aktuell. Was soll man machen? Ja. Witziger Fact noch. Es gibt, ich hab das heute zufällig gesehen, ja, einfach nur zur Stärkung nochmal des Schicksals eines jeden Spider-Man. Es gibt eine Story vom Amazing Spider-Man, da tritt er das erste Mal vor den Council of Spider-Man. So das, was du hier in dem Film halt hast. Der sagt, sein Leben ist halt scheiße. Der ist, ich weiß nicht, ob Mary Jane da gestorben ist oder sich von dem getrennt hat. Er hat keinen Bock mehr, ein Held zu sein. Alles läuft kacke. Und selbst in den Comics haben die es eigentlich genauso witzig gelöst. Ich hatte das nur wieder vergessen. Ich habe nochmal nachgeblättert. War genauso. Die sagen dann so, ey, dann belästige uns nicht mit deinem Problem, so steht drüber, mach das wie in jeder Spider-Man. Und der will gerade abtreten und dann das Council, ey, wir verarschen dich nur, so jedem von uns geht scheiße. Und tritt ein Spider-Man zu, dem meint dann so, Digga, ich hab Arthritis. Echt? Ist das nicht scheiße? Ja, so, nein, Spaß, ich hab Krebs. Boah, und das ist legit das Schicksal eines jeden immer Spider-Mans. Und das, ja, du siehst ja auch, also. Die haben ja die Szene mit dem Therapeuten. Nein, die ist so kurz, aber die ist so gut. Und das setzen die so geil um, weil es ist halt auch so ein schönes Easter Egg für Spider-Man-Fans, dass die wissen, okay, eigentlich bräuchte ja von denen so wirklich eine Tiefentherapie eigentlich. Auf jeden Fall. So. Du siehst ja wirklich, dass auch jeder Spider-Man hat dort eine Tragödie erlebt. Weil du musst eine Tragödie erleben, um Spider-Man sein zu können. Genau, ja. Also Miguel zeigt ja auch Miles Morales quasi jede einzelne Geschichte von jedem Spider-Man. Jeder Onkel Ben, der gestorben ist. Genau, jeder, ja. Man sieht ja so eine Linie und das ist wirklich jede einzelne Person mit einer tragischen Unfall. Und im Hintergrund sind nochmal so ein paar Szenen auch von Spider-Man 1 mit Amazing Spider-Man 1 war es, glaube ich, auch quasi die Real-Life-Bilder wieder, die und aber die gut integriert so gut. Sind. Das ist so gar nicht störend oder komisch, sondern man erkennt das sofort und man ist so, okay, wow. Es wäre cool, ich weiß nicht, obwohl ist es cool, aber mich würde auch interessieren, ist auch dort der Peter Parker von Sam Raimi dort in diesem Spider-Verse, ist zum Beispiel, also die reden ja auch über Tom Holland und so und über Doctor Strange, die Idioten, die was kaputt gemacht haben, ne? Fand ich auch witzig, dass sie das aufgenommen haben. Oder auch der Amazing Spider-Man, Tom Holland, sind die auch in diesem Universum jetzt? Treffen sie sich dort? Sehen wir im dritten. Ja, das ist ja cool, weißt du, es wird eine Animation sein bestimmt, obwohl, wird es eine Animation sein, keine Ahnung. Aber das sind so Fragen, die ich mich stelle und worauf ich Bock habe. Ja, ich finde halt zum Beispiel den Childish Gambino haben die so geil eingebaut. Haben die wirklich gut eingebaut. Obwohl es halt ein echt gefilmter Charakter war in einer Animationswelt. Ja. Das hat wirklich null gestört. Null. Ja. Das war richtig gut integriert. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir so einen Tom Holland oder so, wenn sie ihn drin haben wollen, richtig gut integriert bekommen. Ja. Dass es nicht irgendwie off aussieht. Weil die kriegen das hin. Die kriegen auch die unterschiedlichen Animationsstile von zweidimensional bis dreidimensional. Alle und unterschiedlich so geil hin. Es ist nur geil. Ja, 100%. Ja, dann schließen wir das beide Thema mal ab. Also, diese Filme sind jetzt auch alle durch. Auf Nerd Pictures gab es auch quasi Reposts von meinem Account, quasi die ganzen Bewertungen. Ja. Sieht man alle, sind halt sehr kontrovers. Aber das haben wir schon alle durchgenommen in den letzten Folgen. Und damit ist das Spidey-Thema erstmal zu Ende. Ja. Und wir warten dann auf den dritten Teil. Da können wir zusammen rein. Stimmt, da können wir zusammen rein. Und danach eine Folge aufnehmen. Im Kino. danach einfach direkt als Spider-Man-Special. Ja, auf jeden Fall. Talkrunde. Ja. Und ich warte auch noch auf Tom Holland 4, 5 und 6. Meinst du ja, dann, ja, aber das dauert noch. Irgendwann mal. Ja. Doomsday kommt 2026. Auf jeden Fall. Wurde schon mal bestätigt. Ja, cool. Avenger. Interessiert mich null. Oh nein, Iron Man ist Dr. Doom. Ja. Es gab nicht schon 5000 Comics. Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, ne? Aber es ja, gibt können auch wir eben. Nee. Robert Downey Jr. wurde als Dr. Doom announced auf der San Diego Comic-Con. Das weiß jeder. Und es ist so, es ist für alle so. Was und ich denke mir so, habt ihr keine Comics jemals gelesen? Ja, das habe ich ja gehört, weil es gibt ja ein Universum, wo Tony Stark
Doom ist, also, ne? Oder, ja, es gibt, oder? Wo, na, es gibt ein Universum, wo Tony Stark und Dr. Doom Roommates sind. Also hier Mitbewohner, da geht ein Experiment schief, die vertauschen Seelen und dann wird Tony Stark zu Victor von Doom. Ah, okay. Check. Dann gibt's eins, wo Dr. Doom zu Iron Man wird, um seine schlechten Taten wieder rückgängig zu machen. Dann gibt's eins, wo Tony Stark verrückt wird und zu Dr. Doom wird, weil Dr. Doom in dem Universum tot ist. Es gibt so viele Geschichten dazu. Okay. Es gibt, ich kann hier, glaube ich, mindestens 4 Sachen jetzt aufzählen, wo Iron Man eigentlich Dr. Doom ist. Okay. Und andersrum. Also es war... Auf jeden Fall ein sehr guter PR-Gag von Marvel wieder. Ich bin gespannt, ob die diesmal es schaffen, auch die Fantastic Four geil zu integrieren. Das wurde ja, glaube ich, auch schon bestätigt, dass sie auf jeden Fall da kommen, also dass sie kommen. Ja, aber, Fantastic Four. Aber und, es gab noch keine gute Fantastic Four-Verfilmung. Ja, aber ich habe die eh nie gesehen, aber das wird auf jeden Fall in Avengers kommen und Dings, Pedro Pascal macht damit. Als wenn einen von den Fantastic Four. Als ja, Mr. Lastic. Also ja. Hier Dr. Reed. Reed ja, Richards. Marvel macht echt viele PR-Sachen, also auf jeden Fall jetzt für Avengers. Bin mal gespannt. Also ich. Das Ding ist. Ich hab gar keinen Bock auf Marvel eigentlich. Also die ganzen Einzelfilme so. Jetzt gibt es auch Captain America 4. Nee, ist es 4? Oder 5, keine Ahnung. Wird der kommen jetzt auch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ja, aber auch wieder nicht hier Chris Evans, ne? Nein, nein, der ist das ja. Das ist ja, genau. Ist ja der Falcon gespielt genau. Hat. Das ja. So, pass auf. Falcon ist ja der neue Captain America. Und eigentlich mag ich auch die Fantastic Four, weil Spider-Man war auch mal Teil der Fantastic Four. Mhm. Ja. Ich habe keine Ahnung von Fantastic Four. Keine Ahnung, Fantastic Four, also sind eigentlich hier Mr. Lastic, ne? Also Reed Richards, der kann sich halt strecken und den. Mhm. Dann Invisible Girl, seine Frau, die sich unsichtbar machen kann, wie der Name sagt. Dann The Human Torch, der Bruder von ihr, der kann sich in eine Flamme verwandeln, oder die fliegen kann. Und The Thing, das ist dieser Golem, dieser Steingolem. Und eigentlich sind die Comics sehr geil. Vor allem, weil die auch sehr ernste Themen aufgreifen und sowas. Und Spider-Man ist halt auch eine Zeit lang Teil der Fantastic Four und er trägt dann so eine Papiermütze über den Kopf und dann hat er das Fantastic Four-Outfit an. Sehr witzig. Okay, nice. Was ich sehr witzig fand, ich habe ein paar gebootlegte, oder was heißt gebootlegte, raubkopierte Clips auf YouTube gesehen von Deadpool und Wolverine. Ah, okay. Und Ryan Reynolds hat es mal wieder geschafft, alle Sachen, die verworfen wurden von Marvel jemals, in diesen Film zu kriegen. Fand ich sehr, sehr geil. Ach so, wegen Cameos und sowas? Ja. Ich hab ja gehört, der Film soll ja voll mit Cameos und sowas. Genau, und das hat er halt wohl. Ich habe schon super viel davon gesehen. Mhm. Ich werde mir den Film auch angucken. Ich bin ja nicht der größte Deadpool-Fan. Eigentlich hasse ich sogar die Deadpool-Comics. Hatten wir schon. Aber die Filme sind ja eigentlich immer ganz interessant. Und Wolverine ist ja einer meiner Lieblings-X-Men. Mhm. Ne? Also auf Platz 2 direkt. Und das ist jetzt der OG Wolverine mit dem gelben Anzug, das X-Men-Outfit, was man noch nie gesehen hat. Also außerhalb der Comics. Mhm. Und der es jetzt endlich anhat, das war schon für mich so. Ne? Und Hugh Jackman ist, finde ich, sowieso ein super geiler Wolverine. Aber ich fand es geil, dass die einmal einen kleinwüchsigen Wolverine reingebaut haben. Mit Hugh Jackmans Kopf. Dann haben die Henry Cavill als Wolverine eingebaut. Und der Deadpool in der Szene ist so meta, dass er sagt, das ist einfach Cavalerine. Okay. Also wegen Henry Cavill. So. Und der macht halt auch, hast du Mission Impossible gesehen mit Henry Cavill? Mm-mm. Da gibt es so eine ganz ikonische Szene, wo der in einem Badezimmer steht. Dann baut sich so auf wie so ein Panzer, Alter, und dann lässt er die Fäuste einmal in die Luft schlagen. Das sieht halt legit aus, als ob so ein Panzer gerade geschossen hätte. Okay. Und das macht genau den gleichen Move, macht er als Wolverine, um Deadpool dann auszunocken. Okay. Haben die super geil gemacht. Ich find's geil, dass Ryan Reynolds hat ja mit Wesley Snipes in Blade 3 gespielt. Blade Trinity. Da waren die erst Buddies und dann stellt sich raus, dass Ryan Reynolds da böse ist. Und Ryan Reynolds als Deadpool holt jetzt Blade zurück in diesen Film, was ja auch witzig ist, weil Blade ist ja ein Marvel-Charakter. Ja. So, das haben die reingemacht. Die haben, man hat ja überlegt, damals mein Lieblings-X-Men Gambit von, wie heißt der Typ, der Magic Mike spielt? Keine Ahnung. Channing Tatum. Der sollte Gambit spielen, ist nie zustande gekommen. In dem Film spielt Channing Tatum für eine Szene Gambit. Es ist, das finde ich halt sehr, sehr geil, weil der hat sehr viele alte Leute wiedergeholt, auch zum Beispiel hier von Elektra, die Schauspielerin aus dem frühen 2002er-Film. Ich weiß nicht mehr, wer den gespielt hat. Ja, auf jeden Fall ganz alte Marvel-Filme. Der hat die Charaktere daraus in den Film geholt. Finde ich halt mega geil. Krass, mehr so. Und super viele Comic-Deadpools, die eigentlich so keine Sau kennt, weil da muss man ja wieder Comic-Fan für sein. Mhm. Und das ist ja uncool. Die haben es auch in den Film geschafft, zum Beispiel Deadpool. Das ist ein Zombie-Deadpool, dessen Kopf auf einer Propellermütze ist, die ganze Zeit rumfliegt und der dann Leute beißt. Den gibt es zum Beispiel auch im Film. Okay. Fand ich sehr witzig. Und seine ganze Family hatte einen Auftritt. Ach, nice. Seine Frau spielt einen weiblichen Deadpool. Ja. Seine Tochter spielt einen Teenie-Deadpool. Und sein Babysohn spielt Babypool. Okay. Und es gab einen PR-Witz, dass er hat sich 2016 oder 2017 selbst interviewt für die GQ, ja. Dieses Männermagazin.
Und dann hat er so getan, als ob er einen Zwillingsbruder hätte, der genauso aussieht wie er. Okay. Und dieser Zwillingsbruder hieß, boah, lass mich nicht lügen, Brandon oder so. Okay. Also, das ist dann natürlich er selber, yeah, ne? Also, klar. Brandon Gosling oder, nicht Gosling, hier, Reynolds oder ja. so. Ich weiß es nicht mehr, könnt ihr mal googeln. Und er spielt Nice Pool und in den Credits ist er als Nice Pool gelistet. Also diese ausgedachte Zwillingsfigur. Ja. Fand ich sehr witzig. So ein alter Ego. Ja, ja, sein Bruder halt. Ne? Ja. Fand ich sehr, sehr witzig, dass weil Ryan Reynolds schafft es halt, der schreibt ja die Sachen auch mit, sehr viel Witz in da reinzubringen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich würde den ganz gern gucken, aber dafür gehe ich nicht ins Kino. Ich warte, bis der rauskommt, so als VOD oder so. Der kommt locker schon 4 Wochen oder so raus. Ja, safe. Ja. Lass es in 2 Monaten sein, ist mir egal. Aber dann, ich werde dafür jetzt kein Geld ausgeben. Und ich muss aber trotzdem sagen, das, was ich bisher mitbekommen habe, er soll nicht gut sein, davon bin ich nicht ausgegangen, aber er soll sehr witzig sein. Mm-mm. Und ich freue mich einfach nur auf die paar Witze. Ja. Und dann mal gucken. Aber wie gesagt, also solche Insider da einfach wieder drin zu finden, finde ich geil. Ja, war so cool. Ja, voll. Ja. Fand ich einfach witzig festzustellen. Ja, sonst. Ich hatte noch was geguckt. Was denn? Genau, Time Bandits auf Apple TV Plus. Oh. Apple TV Plus wurde wieder rausgeholt. Ein Sub auf Twitch, 3 Monate gratis Apple TV Plus. Santi hat gesubbt und ich kannte wieder Apple TV Plus. Nein, ich habe bei jemandem gesubbt und habe dafür als Belohnung 3 Monate Apple TV Plus bekommen. Ach, echt? Ja, die haben gerade so eine Promo-Aktion. Twitch und Apple, oder wie? Ja. Ach, das ist ja interessant. Wenn du bei irgendjemandem jetzt aktuell reinsubbst, ja. kriegst du einen Code für 3 Monate Apple TV Plus für umsonst. Kriegt man, ja, okay, ich bin halt. Du hast halt. Ja, das genau, das lohnt sich nicht für dich. Du kriegst ja kein Geld dafür wieder. Ja, deswegen. So. Ich habe dann reingeguckt, ich habe nur die erste Folge gesehen und es schreckt mich schon davor ab, weiterzugucken. Oh, okay. Also, eine der Hauptfiguren ist Phoebe aus Friends. Oha, krass, okay. Die spielt das auch mega, also ja. die spielt wieder Phoebe, nur als. Ja, als andere. Als Zeitpirat. Yeah, yeah, yeah. Aber der Charakter ist 1:1 Phoebe, das war witzig. Aber ich bin nicht die Zielgruppe. Es ist, glaube ich, eher für Kinder gemacht. Okay. Es ist von Taika Waititi, deswegen hat es mich gewundert. Mhm. Und Taika Waititi macht ja sonst sehr zynische Sachen und witzig. Da habe ich null reingefunden. Also ich werde nochmal versuchen, die zweite Folge zu gucken. Ja. Aber ich hatte nach der ersten schon keinen Bock mehr. Krass, okay. War so. Ja, aber kann ja passieren, wenn du halt nicht Zielgruppe bist, ne? Ja, na klar, aber ich meine halt nur, also es ist. Ist es eine neue Serie bei Apple? Ja. Okay. Und die ist auf Platz 3 aktuell der beliebtesten Serien. Weil Apple nichts hat. Ja, und die freuen sich über alles Neue. Ja. Digga, Ted Lasso ist auf Platz 2. Immer. Die letzte Serie ist letztes Jahr zu Ende gegangen. Ich habe das Gefühl, Ted Lasso, Morning Show und For All Mankind, obwohl For All Mankind nicht, aber Morning Show und Ted Lasso sind 1 und 2 immer 1 und 2, ja. so dauerhaft. Ja. So seit 3 Jahren oder so. Ja, es sind aber auch gute Serien. Sind die auch. Ja. Also ich muss bei der Morning Show, by the way, noch die aktuellste Staffel habe ich noch gar nicht gesehen. Also letztes Jahr die haben muss die ich überhaupt dritte noch anfangen. Oder vierte. Ich muss die noch anfangen. Musst du noch anfangen? Mhm. Schau an. Also ich fand die persönlich wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe nur einen Trailer von Time Bandits gesehen. Der Trailer hat mich angesprochen. Mhm. Das sah witzig aus. Das war wieder so ein Trailer, so, wo die witzigsten Szenen ein bisschen vorgenommen wurden. Mhm. Und dann guckst du die Folge und dann denkst du so. Ja, aber die Serie ist ja nicht witzig. Das ist ja das Ding. Doch, die soll ja Comedy sein. Die soll so, Morning Show? Nicht Morning Show, ich rede von Time Bandits, dieser neuen Serie. Ach so, sorry. Yeah. Alles gut. Yeah. Da habe ich einen Trailer gesehen, yeah, okay. deswegen habe ich mit Morning Show noch nicht angefangen. Yeah, okay, weil ich dachte, das hat nur eine Staffel, das kriege ich schneller durchgebinged, weil Morning Show ist ja schon bei Staffel 3. Müsste 3 oder 4 genau, sein. Genau, und da will ich mit, also das will ich in Ruhe gucken. Yeah, und Time Bandits war so, ja, wir haben was geguckt, kann man jetzt noch zwischenballern. Ja, ja, ja. Und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil der Trailer schon super viel Gutes vorweggenommen hat und sehr viele witzige Szenen allein aus der ersten Folge. Oh Mann. Das war dann so. Und deswegen will ich noch die zweite gucken. Yeah. Ist der Humorlevel höher? Weil es ist eine Action-Comedy-Serie. Mhm. Primär Comedy, weniger Action. Ja. So ein bisschen Kinder-Adventure. Mhm. Und keine Ahnung, es hat irgendwie null gezündet. Das finde ich richtig schade, weil ich mag Taika. Ich liebe Taika Waititi-Sachen. Ja, ja. Das ist das erste Mal, dass ich sagen muss. Wie gesagt, ich werde noch Folge 2 gucken. Aber richtiger Griff ins Klo. Hat mir null gefallen. Wirklich so, wenn ich müsste, 1,5 Sterne. Weil es ist noch ganz nett produziert. Höchstens. Krass. Das ist dann wirklich ein Das ist auf dem gleichen Level wie Mac. Also es interessiert mich halt einfach nicht. Ne? Es ist hochwertiger produziert und so. Aber es juckt mich null. Und ich habe auch noch einen Film angefangen, geht um eine Pandemie in Amerika, wo die Leute nicht zu Zombies werden, sondern so ultra aggressiv. Der ist gerade irgendwie auf Platz 3 in Netflix-Charts. Okay. Der ist halt mit dem halben Cast von Game of Thrones gefühlt. Ach echt? Ja, der spielt in Amerika, dann hast du Matt Smith als Hauptdarsteller, der Doctor Who spielt. Dann hast du, boah, wie hießen die, Natalie, ich guck mal eben.
Natalie Dormer, genau. Ja. Natalie Dormer, die spielt seine Affäre und eine Wissenschaftlerin. Dann hast du hier den Sam von der Mauer, den Dicken. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Ah, ja. Weißt du, wen ich meine? Ja, da sind noch ein paar andere britische Schauspieler. Ich bin ja gerade mitten in der dritten Staffel. Ja, also den kennst du ja schon. Ja, ja, klar, der hat ja schon keine Staffel schon eingeführt. Nee, eins. So, eins sogar schon, ja. Und der gehört halt der von der Bruderschaft. Genau, genau. Ja, ja. Und also der spielt auch mit und da sind noch ein paar andere Charaktere, die auch bei GOT mitgemacht haben. Und der Film war so kacke, dass ich nach, ich glaube, einer halben Stunde, der Film geht nur eineinhalb und ich konnte nicht mehr. Ich hatte ihn einfach gestern ausgemacht. Wie heißt der? Patents? Wie ist der Film? Weiß ich nicht. Hast du Netflix gerade offen? Ja. Yeah. Dann guck mal, Patient Zero. So, lol. Du kannst Patient nicht lesen, ne? Patient sehr, dachte ich, aber das O ist von dem Pandemic-Zeichen. Ja, das ist Patient Zero, genau der. Ja, Patient Zero, jetzt vier, aber ja, trotzdem oben. Ja, oder vier von mir aus. 90 Minuten, Zeitverschwendung. Also er geht nach eineinhalb Stunden, ich sag ja nicht lange. Aber der ist ja gar nicht neu. Nein, ist er nicht. Ja, der ist von 2018, ja. Aber der ist neu auf Netflix. Netflix, ja, haben die gekauft. Und ich kannte den nicht. Ja. Und wir haben lange keinen Horror mehr geguckt, da habe ich gesagt, ey, ich habe voll Bock auf Horror. Und ich bin ja auch ein Fan von so Pandemic-Filmen und von Zombie-Filmen und sowas. Ne? Kriegst du mich eigentlich immer. Selbst wenn die scheiße sind, du kriegst mich immer. Also der beste Zombie-Film aller Zeiten ist und bleibt für mich Shaun of the Dead. Weil der schafft es, Comedy und Horror zu kombinieren. Und zwar richtig geil. Aber egal. Dieser Film hat es geschafft, dass ich nach einer Stunde gesagt habe, und du weißt, ich gucke echt Müll. Ich gucke gerne Müll. Ich gucke gerne Trash. Ja. Und ich habe nach einer halben Stunde gesagt, Digga, ich gehe schlafen, ich kann nicht mehr. Ich kann diese Scheiße nicht gucken. Es zieht mehr Kraft, als dass es mir irgendwas gibt. Ja, ja. So, ich war einfach, dieser Film hat mich müde gemacht, dieser Film hat mich wütend gemacht. Nee. Also auch so 1,5 Sterne. Krass. Nur weil die Kamerafahrten gut sind, die Prämisse ist ganz nett, aber scheiße und die schauspielerische Leistung ist gut. Da hat ein Charakter wirklich geschafft, mich aufzuregen. So. Ist so, Tom Holland hat mich auch geschafft, aufzuregen. Ja, aber dann nee, aber dann meine ich, ja, sind das ja gute Schauspieler, wenn die schaffen, mich aufzuregen. Ich weiß. Aber es ist, nee, also so einen generischen Dreck habe ich lang nicht mehr gesehen und will ich auch lang nicht mehr sehen. So am besten gar nicht mehr in meinem Leben. Es ist so eine generische Scheiße. Es ist so wirklich, ich glaube, die haben an einer Kreativuni eine Ausschreibung gemacht, ey, wer kann das schlechteste Drehbuch schreiben, das verfilmen wir. Und wir holen das nur über die Schauspieler wieder rein. Weil die haben echt gute Schauspieler besetzt, aber der Film ist nur Müll. So, vielleicht wird der in der letzten Stunde gut. Ich habe nur eine halbe ausgehalten. Verklagt mich doch. Ich kann dem nichts abgewinnen. Ja, alles gut. Also es schien sich auch nicht zu steigern. Weder in den Dialogen, noch im Handlungsrahmen, noch überhaupt eine andere Location als deren Untergrundbasis zu sehen. Es war eine Katastrophe. Krass, okay. Kann ich nicht empfehlen. Also wirklich, wenn ihr Patient Zero komplett geguckt habt und ihr sagt, ich verpasse was, ich sagt es mir, ne, schreibt es in die Kommentare, was auch immer. Ich gucke ihn mir dann nochmal, ich gucke mir die letzte Stunde an. Aber ich gehe davon aus, dass ich absolut nichts verpasst habe. Und wenn ihr ihn gesehen habt und sagt, das ist absolute Lebensverschwendung, schreibt es auch in die Kommentare, damit ich sagen kann, ich habe es gewusst und frühzeitig genug abgeschaltet. Ja. Es war so ein Müll. Krass. Boah, ich war lange nicht mehr so sauer über einen Film. Das ist krass. Also das letzte Mal war ich so sauer, als dieser Horror-Winnie-Pooh-Film rausgekommen ist letztes Jahr Amazon dann zum Leihen. Und den habe ich dann ja für 5 Euro geliehen. Boah, und der war so scheiße. Boah, da war ich richtig sauer auch. Geld zurück, ey. Hätte ich am liebsten, ja. Also nee, ich habe wirklich selten so einen Dreck gesehen, ne? Wirklich. Also die haben sich ja einfach nur die Lizenz von Winnie-Pooh gesichert, weil die war ja ausgelaufen, die konnte nicht mehr verlängert werden. Es ist jetzt Public Domain, jeder kann Winnie-Pooh benutzen, wie er will. Und die haben gesagt, wir machen daraus einen okkulten Horrorfilm. Und dieser Film war so ein Dreck. Ich fand die Prämisse eigentlich ganz witzig. Ich habe den schon als Trash abgetan. Und wenn ich in der gleichen Woche Cocaine Bear geguckt habe und sage, Cocaine Bear ist ein Film, der hätte einen Oscar verdient, wenn seine Konkurrenz dieser Winnie-Pooh-Film gewesen wäre. Das will ja schon genug heißen, weil Cocaine Bear war auch schon nicht geil, aber wesentlich witziger und besser als dieser Drecks-Winnie-Pooh-Film. Da war ich wirklich wütend und mir ging es nicht ums Geld. Mir ging es darum, dass ich legit 90 Minuten Lebenszeit nie wieder kriege. Ja, klar. Also ich war wirklich sauer, dass dieser Film meine Zeit so disrespected. Ja, kann ich verstehen. Deswegen so hätten die in fünf, du kennst diese Handlung, hättest du in 45 Minuten runterballern können. Ja, kennt man sowas. Na? Weil da werden einfach nur Action und Todesszenen einfach nur in die Länge gezogen. Ja, ja. Und die waren so kacke und das war alles so billig budgetiert und es hat alles so keinen Spaß gemacht. Es war einfach alles nur Dreck. Krass. Ja, deswegen schaue ich ja gerne immer wieder
Sachen, die ich schon kenne, weil ja, ich weiß, ich werde dann nicht enttäuscht. Ja, aber wenn ich mich nicht traue, was Neues zu gucken, dann kann ich auch nicht überrascht auch werden. Ja, klar. Ja, und weil ich viele Freunde habe, die so sind wie du und sich nicht trauen, was Neues zu gucken, muss ich dieser eine Freund sein, der dann den Leuten was empfiehlt. Ja. Und ich finde, das ist an alle Leute, die so sind und sich trauen, was Neues zu gucken, hier mein kleiner Shoutout an euch, ihr seid die Helden der Nation. Ihr seid was Besonderes. Ja, weil ihr geht das Risiko ein, Lebenszeit zu riskieren für Scheiße, aber auch Mut zu haben, was Gutes zu finden. Und das den Leuten zu empfehlen, die vergessen es dann, diese Empfehlung, kommen nach 6 Monaten wieder und sagen, ey, hast du eigentlich schon Dings geguckt? Und dass ihr denen dann nicht die Fresse poliert, das zeigt wahre Stärke. Tja, deswegen habe ich auch wieder mit Breaking Bad angefangen. Spaß habe ich nicht. Aber mit Stranger Things. Nein, ohne Witz. Dachte mir so, boah, Stranger Things, wäre ich wieder leicht zu gucken. Dann habe ich von Google so einen Rückblick bekommen für Fotos. Das letzte Mal dieses Jahr im April März gesehen. Okay, ich dachte mir so, Alter, das ist ja nicht mal ein halbes Jahr. Ja. Ich verstehe, dass man seine Feelgood-Serien hat und dass man die gerne guckt, aber man muss sich auch mal trauen, was Neues zu gucken. Ne? Also, auch wenn es Lebenszeitverschwendung heißt. Man kann ja früh genug abschalten. Ja, haben wir jetzt eigentlich doch gemacht, die letzten Male, oder? Geht, ihr seid ja, also ihr habt euch... Jurassic World, halt die zwei Sachen waren halt neu, waren Zeitverschwendung. Jetzt halt den Spider-Man, das war ja auch für... Ja, aber wie viele Spider-Man habt ihr gerewatcht davon? Bei mir waren das alle waren Rewatch. Bei mir zum Beispiel. Bei Christine halt nicht. Aber bei mir waren alle Rewatch, außer den wir heute besprochen haben. Ja, aber sonst, verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, klar. Was sollst du machen? Genau, ich weiß jetzt nicht, was wir als nächstes schauen werden, so, aber... Ich habe eine Empfehlung. Ja. Habt ihr Disney Plus? Wir haben alles. Do What We Do in the Shadows. Was war das nochmal? Die Vampir-Serie. Ah, das Vampir-Ding, ja. Guck die an, die wird dir gefallen. Die ist super witzig. Doch, die wird dir gefallen. Ich habe schon ein paar Szenen davon gesehen, so Ausschnitte hast du mir vom Film oder von der Serie? Von was? What We Do in the Shadows? Es gibt einen Film und eine Serie. Die Serie hast du mir doch empfohlen, oder nicht? Ja. Genau, und davon hast du mir, glaube ich, ein paar Ausschnitte mal gezeigt. Kann sein, dass ich vom Film war, weil ich mit der Serie nicht spoilern wollte. Ah, da auch so, keine Ahnung. Ja, müssen wir mal schauen. Guck da rein, vertrau mir, guck 2 Folgen, weil die gehen nicht lang, die gehen nur 20 Minuten, die Folge. Guck 2, weil die erste ist so ein bisschen nichtssagend, die führt die Charaktere nur ein. Spoiler, das wird wieder jetzt so langgezogen wie ein Kaugummi wie Evangelion. Nein, What We Do in the Shadows. Nein, ich meine, bis ich jetzt anfange zu gucken, das meine ich. Guck heute Abend die ersten 2 Folgen. Tu mir den Gefallen. Dann kannst du immer noch sagen, ich habe keinen Bock, das weiter zu gucken. Ich muss Game of Thrones weiter gucken, by the way. Ach, du bist noch bei Game of Thrones. Digga, ich hab Game of Thrones seit diese Woche gar nicht gesehen. Ich habe gestern 20 Minuten gesehen. Wie weit bist du? Staffel 3, Folge 6. Ja, okay, aber das dauert noch. Es dauert wirklich noch ein bisschen. Also ich habe irgendwie diese Woche, bis mir die letzten 2 Wochen das Folge. Aber das guckst du ja alleine. Genau, das gucke ich alleine, genau. Guck mit Christina What We Do in the Shadows. Ja, okay. Guck nur 2 Folgen. Nach kannst du sagen, ist absolute Scheiße, wenn ich absolut direkt. Brauche ich nie wieder gucken. Du hast gar keine Ahnung. Richtig. Nein, und aber, damit war's das für diese Folge. Gib dem denn eine Chance. Ich garantiere dir, das ist eine der besten Comedy-Serien aller Zeiten. Mm-mm. Wirklich. Weil es ist wie eine Sitcom und eine Mockumentary fusioniert. Mm-mm. Es ist nur witzig. Es ist wirklich nur. Es gibt einen Vampir, der lebt nicht davon, Blut zu saugen. Das ist ein Energy-Vampire, der saugt die Energie von Leuten. Kennst du so Leute, die dich mit so richtig langweiliger Scheiße zulabern? Vielleicht. Er sitzt vielleicht vor mir. Ja, und das gibt mir Kraft. Ich bin nämlich auch ein Energievampir. Nee, der arbeitet in so einem Office-Job, trägt immer Polunder und labert die Leute mit so voll belangloser Scheiße voll. Und dadurch ernährt sich dann, der zieht denen die Kraft aus dem Körper und ernährt sich davon. Das ist halt mega witzig. Krass, okay. Ja, okay, mal schauen. Guck es. Es ist nur gut. Wir werden das gucken, vielleicht heute, vielleicht morgen. Digga, Evangelion hat nicht mal fertig geguckt. Haben wir auch nicht. Wir haben gerade erst 2 Folgen oder sowas drin. Ja, schwach. Glaube ich. Schwach. Sehr schwach. Du bist schwächer als Shinji Ikari. Ja, bestimmt. Warum immer das ist. Der Protagonist aus fucking Neon Genesis Evangelion. Ich kann mir den Namen nicht merken. Du bist dieser kleine weinerliche Junge, der nicht in den Eva steigen will. Du bist noch schwächer. Richtig. Ja. Ich würde auch niemals in so einem Ding steigen. Ja, voll geil. Nein. Doch, klar. Digga, du bist das mächtigste Wesen auf dem Planeten in dem Moment. Ja, mag schauen. Ich habe vielleicht einen leichten Gottkomplex. Ja, ein bisschen. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mit deinem leichten... Boah, die hat auch wieder Überlänge. Ja, für uns Überlänge, ja. Beenden wir die Folge mit deinem leichten Gottkomplex. Und du darfst mit deinem großen Gottkomplex auf jeden Fall die Folge ins Ende schwimmen lassen. Oh. Okay. Liked gern unser Video, gibt uns 5 Sterne auf Spotify oder anderen Podcatchern, lasst Kommentare, teilt es mit Freunden.
Alter, ich lock gerade Sexual Music. zwingt eure Freunde, Familie, Feinde, alles, diesen Dreck zu gucken, den wir produzieren. Diese einzige Regelmäßigkeit in meinem Leben. Stimmt. Das ist regelmäßiger als... Ja, ich lasse es. Der wäre schwach gewesen, wirklich. Also dafür wäre ich aufgestanden, hätte ich eine Ohrfeige gegeben. Nicht, weil ich mich verletzt gefühlt hätte, sondern weil er einfach so schlecht war. Der war sogar unter deinem Niveau. Der war wirklich unter meinem Niveau, deswegen. Also so, gut. Ja. Ich hab's nicht mehr ausgesprochen. Es regt mich trotzdem auf. Teilt uns gerne in euren Storys, verlinkt uns, wir teilen zurück, wir geben ganz viel Liebe raus. Wenn ihr Fragen habt, fragt, setzt Kommentare ein, wir lieben euch. Wenn ihr es bis hierhin im Video geschafft habt, kommentiert mit einem Schwimmring-Emoji, damit wir Bescheid wissen, dass ihr die OGs seid, die bis zum Ende hören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.